Waschmaschinen, liebe Zuschauer, haben wir alle zu Hause. In ganz Deutschland gibt es nur 13% der Haushalte, die keine besitzen. Das müsste einem eigentlich zu denken geben, ganz klar. Nur eins, und darauf möchten wir Sie ansprechen. Wir möchten Ihnen nicht eine neue Waschmaschine verkaufen. Eine Waschmaschine haben Sie mit Sicherheit zu Hause. Das Problem ist ein ganz anderes. Wie oft haben Sie zum Beispiel Wäsche, die Sie wirklich separat waschen wollen und aber Ihre große, in Klammern, Waschmaschine nutzen müssen? Ja, die hat dann 5, 6 Kilo oder mehr Volumen und ich habe Ihnen da mal so einen Auszug mitgebracht, so eine Waschmaschine zum Beispiel, ja, selbst mit 5, 6 Kilo, die liegt schon in einem Bereich von 3000 Watt Stromverbrauch. Und darauf möchte ich Sie ansprechen, denn wenn die nicht voll ist, braucht die trotzdem 3000 Watt. Und das ist das Problem dabei, ja, man hat heutzutage wirklich auch viele Wäscheteile, die man eben einfach nicht nur einzeln oder mit anderen Sachen waschen möchte, ja, und dann macht man entweder eine Handwäsche, ja, da braucht man dann so eine Schüssel und versucht das dann selber fertig zu machen, oder aber Sie werfen es doch dann, selbst wenn es empfindliche Sachen sind mit Spitze oder anderen Sachen, werfen Sie es dann doch in die große Waschmaschine und verbrauchen Unmengen an Wasser, an Strom und Energie. Und das, liebe Zuschauer, oder eben, wie gesagt, Waschpulver natürlich auch. Und das, liebe Zuschauer, möchten wir Ihnen mit unserer neuen Kaufbuy, ja, Waschmaschine, mit unserer Kompakt-Waschmaschine einmal abnehmen. Die fasst bis zu 3 Kilo Wäsche. Wenn man überlegt, so eine große, die hat dann 5 Kilo. Ja, das ist also kaum ein Unterschied, wenn man darüber mal nachdenkt. Ja, da haben wir dann 5 Kilo bei so einer Waschmaschine. Und wir haben 3 Kilo Volumen und haben hier vor allen Dingen den Vorteil, dass wir sie jederzeit zwischendurch nutzen können mit einer Waschleistung von 15 Minuten, alles sauber haben, empfindliche Wäsche, Babywäsche, Kinderwäsche, alles, was zum Beispiel auch nicht in der Menge zusammenkommt, ja. Gut, wenn ich jetzt 5 Kinder habe, ist klar, da kommt dann auch mehr Wäsche zusammen. Aber bei einem Baby zum Beispiel oder bei 2 Kleinkindern hat man das Problem, dass man doch vom Volumen her sehr wenig hat und die meisten Sachen eben wegen den Farben schon alleine nicht zusammenwaschen sollte. Das nächste Problem, wir machen Sport, wir treiben Sport, Joggingwäsche. Ja, jeder kennt das Problem. Wer will die zusammenwaschen mit dem normalen, mit der normalen Wäsche oder Unterwäsche oder anderen Sachen? Eigentlich nicht, wird also separat gewaschen. Da kommen dann 1-2 Kilo an Wäsche nochmal dazu. Oder Spitze und solche Sachen, die also besonders empfindlich sind. Man möchte es einfach nicht in der großen Waschmaschine einmal zumuten, dass die zerstört wird. Und dafür ist unsere Kompaktwaschmaschine genau richtig. Und wie funktioniert das Ganze? Ich habe meine zum Beispiel im Badezimmer. Ja, und wenn man da hier mal schaut, da füllen wir einfach warmes Wasser rein. Ja, und das ist eigentlich alles. Das Einfachste im Badezimmer ist natürlich, Sie nehmen einfach Ihren Duschschlauch und füllen die einfach auf. Sie haben hier eine Maximalmarkierung in der Maschine, das zeige ich Ihnen gleich noch. Hier passen gut 18 bis 20 Liter rein. Und dann hat man also auch hier das Volumen, was man braucht. Wäsche reingeben, das können Sie hier deutlich sehen. Und bitte machen Sie es nicht wie wir hier nur zum Schauen. Weil das, was wir hier gemacht haben, ist für die Augen. Hier ist Orange und Grün zusammen. Das sollte man nicht zusammen waschen. Ja? Ihr Waschpulver zu Hause wird es Ihnen auch einmal danken, weil Sie sehr wenig brauchen für unsere Maschine. Und Sie können natürlich auch mit den Kapseln arbeiten, mit den Tabs arbeiten. Nur wenn Sie hier mit diesen Mehrkammerbeuteln arbeiten, dann machen Sie einfach Folgendes, dass Sie zum Beispiel diese für mehrere Waschgänge hintereinander verwenden. Da brauchen Sie keine Angst haben, das funktioniert und das kann man also das gleiche Wasser mit der Waschkapsel also für mehrere Waschgänge hintereinander verwenden. Nur eben, wie gesagt, immer darauf achten, wegen der Farbechtheit, da brauche ich Ihnen, glaube ich, nichts erzählen, das ist also bei jeder Waschmaschine das gleiche. Schauen Sie, wir füllen jetzt hier einfach ein bisschen Pulver ein. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, einmal mit 2 Reglern zu arbeiten. Der erste Regler, liebe Zuschauer, der ist zum Beispiel für den Waschgang. Und der zweite Regler, der ist für den Schleudergang nachher. Weil wir können auch die Wäsche schleudern hiermit. Denn so ein Schleudergang braucht auch bei Ihrer Waschmaschine sehr viel Energie und das ist nicht notwendig. Am schlimmsten ist das Aufheizen des Wassers. Hier machen Sie gleich von vornherein bis zu 50 Grad heißes Wasser rein. Heutzutage wird die Wäsche mit den Kapseln eigentlich bei 40 Grad Picobello rein. Braucht man sich nicht drum kümmern. Ich lasse das jetzt aber noch kurz offen und schalte jetzt hier hinten, oder wenn man das mal eben mit der Kamera zeigen kann, hier hat man einmal den Regler. Hier haben Sie einen Timer. 15 Minuten reicht eigentlich aus. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf eine Waschleistung von 9 Minuten und Sie sehen, was hier passiert. Ja, hier wird also ganz genauso gewaschen wie früher auch, aber hier vor allen Dingen einmal schonend
sparsam und leise. Ja, die können Sie auch abends mal einstellen. Sehen Sie, ich glaube, man sieht es deutlich, was hier passiert. Ja, leichtes und bequemes Arbeiten. Die dreht rechts rum, dreht links rum und sie schont Ihre Wäsche, liebe Zuschauer. Die Wäsche wird schonend, sauber, gereinigt. Also auch für empfindliche Sachen, wie zum Beispiel Büstenhalter, wie Spitze, wie gehäkelte Sachen. Alles das, was man sonst vielleicht wirklich lieber in der Handwäsche macht. Oder Sie haben so einen Wäschebeutel. Auch kein Problem. Natürlich auch hier können Sie solche Sachen reingeben. Oder mein Sohn zum Beispiel, der hat diese Cappies, ne? Da gibt es extra nochmal so Beutel für, wo man die reinpackt. Auch solche Sachen. Sie können da sehr, sehr, sehr sparsam arbeiten und Sie können vor allen Dingen eine Menge Energie sparen. Ja? Bei unserer Maschine, bei unserer Kompaktwaschmaschine 3 Kilo, haben Sie nur 400 Watt Stromaufwand. Und das nur in einer Zeit von 15 Minuten und Sie werden begeistert sein, wie sauber, wie rein das Ganze wird. Es funktioniert genau so, wie Sie das brauchen. Und deshalb, wir wollen Ihnen keine Waschmaschine verkaufen. Wir wollen Ihnen eine Spardose verkaufen, wenn wir ehrlich sind. Denn hiermit sparen Sie wahnsinnig viel Strom, wahnsinnig viel Waschmittel und vor allen Dingen auch Wasser noch ganz nebenbei. Denn wir arbeiten hier teilweise mit demselben Wasser 3, 4, 5 Waschmittel. Gänge. Das heißt Kinderwäsche, Sportwäsche, das kann ich alles damit waschen, denn durch diese Mehrkammertabs und Kapseln heutzutage hat man einen sehr großen Bereich, den man damit abdecken kann. Und vor allen Dingen, Sie haben den Vorteil, dass es eben auch mit Pulver geht, jeder Art, da braucht man dann sehr wenig, ja, oder eben den Wäschetabs. Ja, das können Sie entscheiden, was Sie gerne da am liebsten verwenden. Das heißt, Ihre Waschmittel, Ihre Zubehör oder auch Flüssigwaschmittel, überhaupt kein Problem. Übrigens, Flüssigwaschmittel, muss ich einfach mal was dazu sagen, ist sehr sparsam, sehr energiefreundlich und umweltfreundlich vor allen Dingen auch. Und wir sind auch mit unserer Maschine natürlich sehr umweltfreundlich. Darauf kommt es eigentlich an. Also waschen ist kein Problem. Wir schauen mal einmal rein. Schauen Sie, auch hier sieht man deutlich, das ist also wirklich 100%iges Reinigen Ihrer Wäsche und leicht und bequem. Wir haben natürlich bei dieser Maschine auch einen Ablauf, wo wir das Wasser nachher ablaufen lassen können. Der befindet sich auf der Seite. Das zeige ich Ihnen jetzt hier vorne mal bei dem Trockenmodell. Das können Sie dann ein bisschen besser verfolgen. Interessant ist also bei der Maschine, ich werde die jetzt einfach mal hier ein bisschen kippen, damit Sie da auch mal reinschauen können. Und dann können Sie ganz genau sehen, wir haben also hier unten einmal die Drehscheibe, die also für die Wäsche verantwortlich ist, Rechts- und Linkslauf, ganz besonders wichtig. Wir haben einmal dazu einen Schleuderkorb, den können wir einfach einrasten. Der wird draufgesteckt, zeige ich Ihnen auch gleich noch ganz deutlich. Der hat hier unten einmal die Raster, damit wir auch die Wäsche selbst schleudern können. Das ist für zu Hause genauso wie für unterwegs. Camping, Wohnwagen, Freizeit, ja, das sind Sachen. Oder auch im Schrebergarten, im Schreberhäuschen, ja, oder in der Dacia. Das wissen Sie auch, da kann man diese Sachen alle wunderbar verwenden. Und vor allen Dingen, wir haben einen minimalen Stromaufwand. Bei 400 Watt Leistungsaufnahme müssen Sie einfach mal drüber nachdenken. Da ist das auch auf dem Campingplatz überhaupt kein Problem, so eine Maschine mal mitzuführen. Vor allen Dingen für den eingeblendeten Preis, ein Spottpreis, wenn Sie mich fragen. Ganz normal 220 Volt anschließbar. Auch besonders interessant. Anleitung ist natürlich alles dabei. Da sind auch die verschiedenen Abläufe und Schläuche dabei, dass Sie die auch befüllen können, auch von einem Zisternensystem oder eben einfach mit dem Eimer auffüllen unterm Wasser. Natürlich geht alles ganz genauso. Wenn wir die jetzt hier nochmal kippen, dann kann man hier oben nochmal die Regler sehen. Bei den Reglern haben Sie also einmal für den Waschvorgang bis 15 Minuten und Sie haben hier einmal für den Schleudervorgang einmal auch die Zeit zum Einstellen hier. Das geht dann automatisch wieder bis 5 Minuten. Das reicht dann auch aus, zeige ich Ihnen auch gleich. Wenn ich die einmal umdrehe, dann werden Sie eins sehen. Wir haben hier auf der Seite einmal den Ablaufschlauch, der wird hier eingehängt. Wenn Sie fertig sind mit der Wäsche, gehe ich einfach rüber über die Badewanne oder wo ich in der Haus bin. Oder wie gesagt, einfach in Eimer rein, dann lasse ich das Wasser von der Maschine ab. Nur wie gesagt, Sie sollten es immer mehrfach verwenden, gerade wenn man Waschmittel wie Kapseln oder andere Sachen nimmt oder Flüssigwaschmittel. Man kann da eine lange Zeit mit arbeiten. Kabelaufroller ist ganz klar hier hinten einmal und nochmal ein Tragegriff zum bequemen Transportieren. Der gehört natürlich immer dazu, liebe Zuschauer. Das ist an jeder Maschine einmal enthalten. Es ist alles dabei, eine genaue Gebrauchsanleitung natürlich, mehrsprachig können Sie nachlesen, kein Problem. So, wir gucken noch mal eben schnell in die Wäsche und Sie sehen also hier das, was Sie auch immer wieder kennen. Das heißt, hier haben wir das normale Waschvolumen.
das, was man eigentlich braucht. Hier könnte man jetzt, wie gesagt, bis zu 3 Kilo Wäsche reingeben. Nur bitte nicht so wie wir, grün und orange. Das sollte man normalerweise nicht mischen. So, jetzt gehen wir mal zu der zweiten Maschine über. Und da möchte ich Ihnen ganz einfach mal den Schleudervorgang noch ganz schnell zeigen. Der ist besonders wichtig, weil hier ist es ja auch so, wenn man unterwegs ist oder man ist in der Freizeit oder im Camping, man hat hier eben auch die Schleuderfunktion. Und Schleuderfunktion heißt, wir haben hier das Körbchen, das wird unten eingerastet hier im Gerät und das kann man jetzt ganz gut mit der Kamera sehen, wenn ich das jetzt hier reingebe, ja, dann wird das einfach gedreht und dann ist das wieder verriegelt und jetzt kann man das nicht mehr rausnehmen. Der Henkel wird dann einfach eingerastet. Ja, und wie Sie sehen, das kann ruhig klatschnass sein. Das spielt keine Rolle, denn dafür ist ja eine Schleuder da, dass man dann vielleicht auch die Wäsche einmal mal so rausschleudern kann. So, wir nehmen mal grün und blau. Dann haben wir mal ein bisschen was, ein bisschen buntes wieder hier drin. Auch wie gesagt, natürlich, Sie verwenden die Wäsche immer einmal dann natürlich separat in den einzelnen Farben, so wie man das braucht. Hier ist jetzt nochmal so eine Abdeckung dabei, die kommt oben auf den Korb drauf, sodass da also nichts passieren kann. Einfach reinschieben und nach oben oder nach unten drücken, je nach Füllvolumen. Sie sehen ja, wir haben ja hier sehr wenig Füllvolumen jetzt im Augenblick drin. Also hier passt 1 Kilo Schleuderwäsche rein. Auch das ist bei der Kompaktwaschmaschine das Schöne dabei. Deckel schließen ist ganz klar. Und jetzt gehen wir auf den rechten, also von Ihnen aus dann eben auf den rechten Regler. Und hier oben sehen Sie auch wieder die Markierung. Da hat man dann hier die Zeiteinstellung. Und wenn wir die jetzt hier drehen, dann schleudert die automatisch. Ne? Wir machen mal hier 3 Minuten. Und dann kann man gleich mal sehen, wie das Wasser da rauskommt. Wir nehmen dann hier gleich mal den Schlauch ab und ich zeige Ihnen das. Also auch hier sehr wichtig dabei, dass man eben solche Funktionen bei so einer Maschine hat. Und man kann sie vor allen Dingen überall mitnehmen, man kann sie überall hinstellen, man kann sie ins Wohnmobil mitnehmen und man hat ja da gerade auch auf den Campingplätzen immer wieder die Möglichkeit für eine leichte und bequeme Anschlussweise. Für Sie noch ganz schnell interessant, denken Sie dran, Sportkleidung, Kinderkleidung, Babykleidung, alles das, ne? Oder die empfindlichen Sachen, BHs, Spitze und solche Sachen, alles was eben empfindlich ist, wird hier bei dem Waschvorgang vor allen Dingen, schauen Sie mal, das wird hier wirklich schonend gereinigt. Das kann ich immer nur zeigen. Da können wir nochmal rüberschwenken. Ja, dann sehen wir das ganz deutlich, dass der Waschvorgang vor allen Dingen bei diesem System wirklich einmal einzigartig und vor allen Dingen auch von der Reinheit her unschlagbar ist. Ne? Sie haben also auch hier die Ruhephasen, Sie haben Rechts- und Linkslauf und es wird vor allen Dingen auch entsprechend dann einmal wirklich, wirklich, wirklich picobello sauber. So, bei unserer Schleuder machen wir nochmal auf. Kann man wieder reinschauen, dann sieht man auch, hier wird also die Wäsche auch wirklich ausgeschleudert, das Wasser kommt raus und wir haben dann hier eben die Möglichkeit auch mit dem Timer entsprechend dann zu arbeiten und Sie haben zu Hause vor allen Dingen den Vorteil, dass Sie wirklich Ihre Wäsche, die besonders empfindlich ist, die besonders schonend gereinigt werden muss, ja, einmal leicht und bequem zu reinigen und vor allen Dingen natürlich auch unsere Sportwäsche und alles andere. Ja, Kauf bei Kompakt Waschmaschine. 3 Kilo Volumen, 1 Kilo Schleuderleistung und vor allen Dingen eine Stromaufnahme, die gerade mal bei 400 Watt liegt, liebe Zuschauer. Das ist etwas, was bestimmt interessant ist. Ich selber habe sie mittlerweile bei mir im Badezimmer stehen. Und die passt da wunderbar auf den Sims von der Badewanne, weil gerade Sportkleidung, wenn man viel Sport macht, man weiß, das ist immer unangenehm, diese Kleidung. Sofort Wasser rein mit der Dusche, einfach aufgefüllt, ja, Sportkleidung rein, bisschen Waschpulver dazu, zack, 15 Minuten und das Ganze ist erledigt. Ja, wunderbar, mal schnell zwischendurch und Sie brauchen dann die großen Energie- und Stromfresser nicht mehr. Ja, und da sparen Sie, ja, das 8-fache, muss man sich mal vorstellen, ja, 3200 Watt teilweise die Waschmaschinen und das können Sie mit unserer Kompakt-Waschmaschine von Kaufbuy einmal sparen. Wunderbares Gerät, formschön, leicht zu bedienen und jeder kann damit arbeiten und ich kann nur eins sagen, in Zukunft, ja, auch kleine Mengen an Wäsche, sparsam gereinigt und vor allen Dingen picobello sauber. Kleines Gerät, wenn man will, aber die Waschleistung wie von einer großen. Kompakt Waschmaschine, das ist auch für Sie eine Option.